Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Wir haben es jetzt Samstagabend, 19.20 Uhr um genau zu sein, und ich habe mir gedacht, ich setze mich jetzt nochmal hin und drehe für euch zwei Videos, denn morgen fehlt mir ein bisschen die Zeit dafür. Denn mein Sohn hat ein Fußballturnier und mein Mann und ich werden morgen einmal mit dabei sein, zuschauen, und von daher fehlt mir so ein bisschen Drehzeit. Und da dachte ich mir, hole ich das denn doch jetzt einfach Samstagabend nach. Wieso nicht? Und als erstes möchte ich mit einem Aufgebraucht-Video starten, denn ich habe noch meinen Beutel hier gesammelt aus dem Monat Februar. Natürlich sind jetzt auch ein paar Produkte im März leer gegangen. Die habe ich aber schon separat getan. Also die sind jetzt nicht mit dabei. Das sind wirklich nur die Produkte aus dem Februar. Und ich hoffe sehr, ihr habt Lust drauf. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt. Und dann legen wir auch direkt los mit dem ersten Produkt, welches ich aufgebraucht habe. Ich greife einfach in meinen Beutel, so wie immer. Ich habe hier ein Shampoo. Und ja, wundert euch jetzt nicht wegen dem Licht. Das ist jetzt wirklich alles nur noch künstliches Licht, weil es ist draußen mittlerweile stockduster. Und ja, das künstliche Licht ersetzt natürlich kein Tageslicht. Und deswegen sieht das alles so ein bisschen anders aus heute. Ja, ein Shampoo, ein Volumen-Shampoo. Ich hatte das gekauft. Hairwell ist, glaube ich, von Aldi. Und Aldi oder Netto, ich bin mir jetzt unsicher. Aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand das wirklich nicht gut. Das war von der Konsistenz her super dünn. Und man hat wirklich viel benötigt. Und ich musste trotzdem gefühlt fast jeden Tag meine Haare waschen. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Würde ich nicht nochmal wieder nachkaufen. Da gibt es wirklich genauso günstige, viel bessere Shampoos in der Drogerie, im Discounter, wo auch immer. Also das war wirklich nicht gut. Dann ist auch mal wieder ein Mundwasser leer gegangen. Für diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen, ich benutze immer eigentlich fast ausschließlich das Mundwasser von Edeka. Ohne Alkohol, so eine sensitive Mundspülung. Und ja, das ist halt so ein Produkt, welches ich eigentlich jeden Monat in meinem Beutel drin habe. Dann habe ich jetzt seit neuestem, ich weiß gar nicht wie lange jetzt schon wieder, seit 2 Monaten ungefähr, trage ich wieder Linsen. Also auch Brille im Wechsel. Aber ich bin gerade wieder sehr auf Linsen. Keine Ahnung warum. Aber deswegen ist eine Linsenlösung jetzt auch wieder leer gegangen. Ich habe mir auch schon wieder eine neue gekauft von DM. Die war jetzt von Rossmann. Ich habe immer weiche Kontaktlinsen und ich nehme hier so eine All-in-One-Lösung. Da ist ein Proteinentferner mit drin. Und ja, nichts Besonderes. Komme ich super mit zurecht. Und da brauche ich wirklich nichts Teures vom Optiker. Da reichen mir die aus der Drogerie. Mein Mann hat auch 2 Duschgele leer gemacht. Die waren, also das war, glaube ich, auf jeden Fall in seinem Adventskalender. Und das hatte ich, glaube ich, gekauft. Also die haben beide wirklich sehr gut gerochen. Ich mag unfassbar gerne die L'Oreal Duschgele vom Duft her. Mein Mann benutzt die auch super gerne. Und von daher ja, gibt es die auch immer wieder bei uns. Oh, ich hatte letztens mal wieder so Bock gehabt auf diese Zahncreme. Jetzt mal ehrlich, wer von euch kennt sie noch? Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte es die schon gibt. Dentagard mit Kräuter von Colgate. Und die habe ich früher eine Zeit lang immer gerne benutzt. Und dann, ja, es gibt ja so immer wieder neue Zahncremes. Und ich hatte letztens mal wieder irgendwie so Bock auf die gehabt. Und ja, sie hat mich nicht enttäuscht. Ich mag diesen Geschmack so gerne. Und die werde ich auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr die auch so gerne mögt. Und ob ihr die noch kennt. Also die, und wie lange es die schon gibt. Vielleicht weiß das einer von euch. Ja, ein Waschgel habe ich leer gemacht. Das ist das 2. Mal, dass ich das leer gemacht habe. Das war in einer Blissin-Box. La Canopée heißt die Marke. Das ist eine französische Marke. Und das war mit Kohle. Ne, diese Aktivkohle, dieses schwarze Waschgel dann. Das ist extra ja, zum Reinigen und zum Poren verfeinern und ja, so tiefenreinigen, gerade auch für unreine Haut. Ich mag einfach diese Aktivkohle-Produkte nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ich bin absolut kein Fan davon, aber ich fand es jetzt zu schade, es wegzuschmeißen. Ich hatte das auch schon in unserem Trash-Paket. Keiner wollte es haben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann benutze es halt, ne? Abends unter Dusche habe ich das dann verwendet. Aber ich bin da echt kein Fan von. Also Aktivkohleprodukte generell hat jetzt nichts mit diesem Produkt zu tun. Das ist wirklich so generell so eine kleine Abneigung gegenüber dem, was ich da habe. Ein Waschgel von Xiaya habe ich ebenfalls leer gemacht. Das bekommt ihr bei Cosmetic for Less. Das ist so eine Vitamin C-Reihe. Die hatte ich im letzten Jahr mal zugeschickt bekommen von Cosmetic for Less in so einem PR-Paket mit noch ein paar anderen Produkten. Und ich mag das Waschgel wirklich gerne. Aber, da kommt noch ein Aber. Also ich finde es morgens super, nach dem, als erstes zum Gesicht waschen, zum Reinigen, um die ganzen Reste von der Nacht und vom letzten Abend von der Pflege runterzubekommen, mag ich das super gerne. Ich fand den Duft ganz toll. Aber wenn ich das abends dann benutzt habe zum Abschminken, hat es leider so semi-gut funktioniert. Hat das einfach von alleine nicht wirklich gut was runtergeholt. Ich habe jetzt auch nicht danach das Gefühl gehabt, dass meine Haut am Abend nach dem Make-up, nach dem Abwaschen gereinigt war. Und ich finde das für morgens ein super Produkt, aber zum Abschminken eher ungeeignet. Ein absolutes Highlight-Stück, was leer gegangen ist, ist einmal der Calm Balm von Yipoda. Wer von euch kennt ihn? Und wer von euch hat ihn? Und liebt ihn auch so sehr wie ich? Also das ist wirklich auch so ein heiliger Gral bei mir geworden. Ich finde, das ist wirklich das perfekte Produkt, um sein komplettes Make-up runterzuholen. Und ich habe bisher auch noch nichts vergleichbar Gutes gefunden, was ein wirkliches, richtiges Full-Face-Make-up runterholt. Das ist mit Oliven- und Kokosnussöl. Ich habe auch immer so einen andauernden Rabattcode bei Yipoda. Ihr könnt immer 20% sparen mit Glow. Das ist jetzt so ein komischer Rabattcode. Ich blende euch den gerne ein, aber oder sonst schreibe ich ihn euch in die Infobox. Hat sich auf jeden Fall geändert. Aber da könnt ihr, wie gesagt, 20% sparen und ich liebe den. Und der ist jetzt auch schon wieder bei mir im Badezimmer neu geöffnet, gelandet. Und ich finde auch, der riecht unfassbar gut. Also das macht wirklich Spaß, sich damit die Haut zu reinigen. Und der holt wirklich alles runter. Also fantastisch. Leider so ein kleines Flop-Produkt. Ja, das Balea Cherry Glam Haarspray. Das sollte, ja, ne, so Stärke 4 von 5. Da erhoffe ich mir eigentlich einen guten Halt. Ich fand das vom Duft her so lecker. Das war so toll. Ich habe mir auch gleich drei Flaschen habe ich mir gleich gekauft gehabt. Das war eine Limited Edition im Winter letztes Jahr bei DM. Boah, Leute, das ist wirklich ein sehr schlechtes Haarspray gewesen. Ich glaube, ich habe noch eine Flasche. Ich fand das überhaupt nicht gut. Das hatte überhaupt gar keinen Halt bei mir hinterlassen. Ich habe so viel benötigt. Also wirklich eine echte Haarspray-Verschwendung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe bisher auch noch nie ein Balea-Haarspray gehabt. Ich weiß nicht, ob es generell an den Balea-Haarsprays liegt oder ob das wirklich an den Limited Editions liegt. Keine Ahnung. Ich habe jetzt wieder mein grünes Taft in Anwendung. Das liebe ich. Und das war wirklich leider so ein kleines Flop-Produkt. Ein Nagellackentferner ist leer gegangen von Ebelin bei DM. Kokosduft, ja, was soll ich sagen? Ein guter, günstiger Nagellackentferner, der den Nagellack gut runterholt. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Acetonfrei für empfindliche Nägel übrigens. Noch so ein richtiges, richtiges Flop-Produkt. Das ist jetzt die zweite Flasche, die ich probiert habe und wir kommen einfach nicht zueinander. Ich weiß nicht, wie da so ein Riesenhype um diese Bilou-Schäume sein kann. Ich finde den so schrecklich. Also der Duft ist unfassbar süß, ist mir wirklich zu doll, also so richtig zuckerig. Und von Schaum kann man da irgendwie so gar nicht reden. Also der ist
wenn ich mich einschäume oder versuche, mich einzuschäumen, ist der Schaum sofort weg. Also ich benötige unfassbar viel Produkt, um mich irgendwie sauber zu fühlen. Also ich finde, da ist jetzt auch noch ein bisschen was drin, aber ich werde den jetzt echt entsorgen, weil ich komme damit nicht zurecht. Ich mag das überhaupt nicht. Ob es der Duft ist, ob es der Schaum an sich ist, also wirklich ein Cremeschaum, finde ich absolut überhaupt nicht. Dann habe ich hier bei Lidl so eine Spa Moments Reihe entdeckt gehabt, habe mir die Körpercreme mitgenommen. Flower Sensation heißt die. Die ist vom Duft her wirklich sehr gut gewesen, hat mir gut gefallen. Aber die war so schwer zu vercremen auf der Haut. Ich habe gecremt. Also die wurde gefühlt immer mehr, ne, auf der Haut. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Creme habt oder so? Das war ja irgendwie fast mehr wie so eine Butter, aber es ist eine Creme. Dass die, je mehr ihr cremt, desto weißer wird die irgendwie. Also die wird immer mehr. Und das hat mich echt genervt. Das war echt anstrengend, sich damit einzucremen. Ich war danach fix und fertig, weil ich so viel cremen musste. Aber wie gesagt, der Duft war sehr, sehr angenehm. Aber die Konsistenz her mochte ich leider überhaupt nicht. Ein Duschgel habe ich aufgebraucht. Das hat super gerochen. Ich habe mich super schön damit gewaschen. Und es hat toll geschäumt. Und ich habe nicht viel benötigt. Das ist aus der Douglas Home Spa Reihe gewesen. Das hatte ich mal in so einem 5er-Set geschenkt bekommen. Also ich habe jetzt gerade auch wieder eins aufgefüllt in meiner Dusche mit Koriander und grünem Tee war das. Ja, hat wirklich gut geduftet. Dann gab es hier noch von Chorus eine griechischer Joghurt-Gesichtsmaske. Die habe ich auch mit meinem Mann zusammen benutzt. Der hat auch mal so eine Maske abgekriegt und die war wirklich angenehm. Die hat richtig schön Feuchtigkeit gespendet. Also wenn ich mal das Gefühl hatte, meine Haut war sehr, sehr trocken, dann habe ich mir die auch partienweise aufgegeben. Also nicht im kompletten Gesicht, sondern wirklich nur da, wo ich dann die Empfindung hatte, dass meine Haut sehr trocken ist und viel Pflege benötigt, viel Feuchtigkeit. Und dafür war die echt in Ordnung. Das war auch nur so eine kleine Tube, 20 Milliliter. Und ja, kann man durchaus machen. Die war übrigens auch mal in der Blissim-Box mit drin. Dann ist mir hier einmal so ein richtiges Schätzchen leer gegangen. Aber ich habe natürlich auch schon wieder einen neuen im Badezimmer stehen. Das ist mein Selbstbräuner Booster von Beauty Mates. Ich liebe den unfassbar lange schon. Seit meiner Beginn-Kooperation mit Beauty Mates habe ich den ja in meiner Sammlung. Der ist mit DHA und Vitamin E. Davon benötige ich immer, ich gebe mir da gerne alle 2 bis 3 Tage so 2-3 Tropfen in meine Tagescreme mit rein. Und damit komme ich super zurecht. Ich habe immer so eine schöne, leicht gebräunte Haut. Den kann man sich auch in die Bodylotion mit reingeben. Und ich mag den unfassbar gerne. Ich benutze den super gerne weiter. Und ich kann euch den wirklich nur empfehlen, ans Herz legen. Das ist ein ganz, ganz toller Selbstbräuner. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch den auch so sehr lieben wie ich. Und auch bei Beauty Mates habe ich immer einen Rabattcode. Könnt ihr immer mit Steffi 30% sparen auf alle Produkte. Manchmal gibt es auch so Sets. Ne? Da könnt ihr dann auch manchmal noch mal extra was sparen. Also ich habe so eine Seite von Beauty Mates direkt mit meinen liebsten Produkten. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Kann ich euch auch gerne verlinken in der Infobox, wenn ihr da Interesse haben solltet. Dann ja, könnt ihr da gerne mal reingucken. So, wir neigen uns dem Ende. Ich habe hier noch 3 Produkte und das war's. Ich habe hier noch einmal solche Pickel-Patches. Ich glaube, die kennen wir alle. Die habe ich leer gemacht. Und ja, also ich fand die jetzt nicht äußerst besonders besser als die aus der Drogerie. Das waren jetzt welche, die hatte ich mal in einer Mystery Box, in einer Purish Mystery Box. Waren die glaube ich, mal mit drin. Acne Pimple Master Patch von Kosax. Keine Ahnung, ist, glaube ich, ist auf jeden Fall koreanisch. Und die, ja, die sind okay gewesen. Genauso super wie alle anderen Pickle Patches aus der Drogerie, die ich bisher auch getestet habe. Also jetzt auch nicht irgendwie mega besonders. So, ich habe mich entschlossen, mich von einem Bruder zu verabschieden, welches schon so unfassbar
lange und alt ist und ich habe es schon so, ja, wirklich super lange. Und zwar ist es das Maybelline Superstay 24 Stunden Waterproof Powder in Fawn. Ja, so sieht's aus. Ne? Also auch wirklich nicht mehr sehr ansehnlich. Und es ist wirklich richtig, richtig alt. Und deswegen werde ich das jetzt entsorgen. Ich habe so viele Puder und ich mochte das immer super gerne. Und davon gibt es ja jetzt auch eine neuere Variante, die an sich, glaube ich, genau das gleiche ist wie dieses Puder, aber nochmal um einiges teurer. Also da kann man auf jeden Fall hier drauf zurückgreifen. Das ist richtig, richtig gut. Und ein Kajalstift ist mir jetzt leer gegangen von M. Asam, der Eye Designer in Black. Den hatte ich im Adventskalender von M. Asam gehabt. Der war wirklich richtig, richtig gut. Der hat super gut gemalt, also wirklich pechschwarz, hat den ganzen Tag auf meiner oberen Wasserlinie gut gehalten, ohne abzustempeln nach unten. Also wirklich ein sehr, sehr guter Eye Designer Kajalstift in Schwarz. Also das war auch nur so ein kleiner hier, ne? 0,095 Gramm. Aber mit dem bin ich auch sehr, sehr lange zurechtgekommen. Ja, ihr Lieben, das war's. Mein Aufgebraucht aus dem Monat Februar. Ich bin schon wieder fleißig in meinem nächsten Beutel am Sammeln. Habe ich euch ja gesagt, dass die Produkte aus dem März, die sind wieder extra parallel im anderen Beutel. Und von daher, ja, waren einige Produkte dabei und ich muss sagen, es waren im Februar wirklich einige Flops dabei, die ich entdeckt habe oder ja, einfach auch so ein First Impression und ne, naja, kann ja nicht alles immer sehr gut sein, ne? Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Flop-Produkte aus dem Monat Februar waren. Würde mich echt mal interessieren. Und dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.